zum Inhalt des ersten Teiles. Rienzi, ein Plebejer, will das im 14. Jahrhundert völlig verkommene Gemeinwesen Rom zu neuem Glanz erwecken. Er wird zum Volkstribun der Stadt Rom ernannt und es gelingt ihm, die Macht der Adelsgeschlechter zu brechen. Doch bald konspirieren die einst verfeindeten Geschlechter der Orsini und Colonna gemeinsam gegen Rienzi. Adriano, Colonnas Sohn, wird Zeuge der Verschwörung und warnt Rienzi. Das Attentat misslingt. Orsini und Colonna werden zum Tode verurteilt, doch auf Bitten Irenes und Adrianos begnadigt, gegen den Willen des Volkes, das eine neue Verschwörung des Adels befürchtet. Zu Beginn der Oper ist Rienzi noch nicht Volkstribun, sondern Rom wird noch beherrscht und unterdrückt von den Adelsgeschlechtern, vor allem den Orsinis und Colonnas. Sie geraten aneinander, als Orsini Irene, die Schwester von Rienzi, entführen will. Doch die Colonna machen ihm die Beute streitig und Adriano, Colonnas Sohn, beschützt Irene. Zum Fenster legt die Leiter ein. Das schönste Mädchen rot wird mein, ihr sollt mich loben, ich versteh's. Diesmal ist sie doch für mich. Ah,
Oh!
Thank you.
Des Ritterlichen Vatersohn, der
Wir hin, verraten nicht!
Thank you.
begreif nicht das Misslingen der wohlbereitet schönen Tat. So sehen, wie ich mich gewahr vor eurer Liebe. Galt nicht mehr, nein, galt Ruhm, galt seiner Freiheit, seinem Gesetz. Zu Entrümmer sind die Feste und das Gericht beginne. Oh, yeah.
nicht die Natur, ja Gott selbst treten liegt alle. Ein Alt und Mord, verloren das Tier. Morges, blutger Freiheitsknecht, gib mir verbranntes Blut zurück. Und sieh, woran mahnst du mich? Thank you.
Verehrte Zuschauer, es beginnt jetzt die Zum Inhalt des zweiten Teiles. Es erweist sich, dass der Unwille des Volkes über die Begnadigung der Adligen berechtigt war. Heimlich haben sie Rom verlassen und formieren sich zu neuer Verschwörung. Heftig sind die Vorwürfe des Volkes gegen Rienzi, denn es ist sicher, nur blutiger Kampf kann die Rückkehr des Adels an die Macht verhindern. Adriano steht zwischen den Fronten. Er liebt Irene und er ist Colonnas Sohn. Er versucht, die Gegner zu versöhnen, doch vergeblich. Colonna und Orsini unterliegen im Kampf gegen den Plebejer und finden den Tod. Adriano wendet sich von Rienzi ab und will den Tod des Vaters rächen. Die machtpolitische Konstellation verschiebt sich. Für Rienzi stehen die Zeichen auf Sturm. Das Volk zweifelt an der Ehrlichkeit seiner Absichten. Es verdächtigt ihn, im geheimen Bündnis mit dem Adel zu stehen. Adriano nährt diesen Verdacht. Und vollends wendet sich das Volk ab von Rienzi, als die Kirche ihn fallen lässt. Er steht allein. Ein flehentlicher Ruf zu Gott soll sein Schicksal wenden. Adriano versucht, Irene vor einem tragischen Schicksal zu bewahren, doch sie fühlt sich an ihren Bruder gebunden und erleidet, zusammen mit Rienzi, den Tod in den Flammen. Wie dienen ihr mit Gnade
Was hast du vor? Sie streit ein Blutsverteidiger und wieder schmettern die Verräter. Da stand bei dir, das konntest du als unser Blut, der Preis nicht wahr. Durch unser Blut bestrafst du sie nun. Ein teures Recht, nun haben wir Strafe. Nicht, wenn wir die Bogen geht, nennt uns die ganze Welt gerecht. Thank you.
Denn sein Leben passen, stehen!
Sie auf und lass den Schien
Thank you.
Glocken läuten, hoch im Triumph zum Kapitol. Lasst uns die Stirn mit Lor verschmücken. Ist noch, was mir nicht recht gefällt,
der Kardinal ist abgereist. Was sagst du, auch der Kardinal? Wohl weiß ich, dass bei seiner Flucht Colonna an den Papst sich wandte. Sprich lauter! Und ihm versprach, der Kirche Schutz durch seine Macht zu übernehmen. Und hat mein Wort, der Papst und meine Wut. Ist das Geringste, doch was hat ihr zum Tode eurer Brüder? Es sich blutiger Verlust. Glaubt ihr, Rienzis milde war's, die zu der Gnade hinbewog? Es war Verräterei. Verräterei, womit beweisen, womit beweisen? Verbindung suchte mit den Nobili, die Rede liegt Colonna so. Nun, den Preis dieser Begnadigung hofft zum Bunde Colonna zu bewegen. Und auf Thank you.
brechen wir in offener Verschwörung los. Durch festes Tor sucht der Tribun zu übertäuben unsere Not. Ein feierlich Tedeum soll heut danken für den blutigen Sieg. Zum Mord, zum Fest und strotten hoch! Alle Augen seid sich an! Seht, welch ein Zug! Oh,
es sei, noch einmal will ich mich denn rüsten. Noch einmal hinnen sei der Ruf.
mir damals mich begrüßt als Freund.